Viele Menschen, gerade in Deutschland, sehen in der Europäischen Union etwas sehr Tolles. Man kann in alle Nachbarländer reisen, die Völker rücken ein Stück näher zusammen, leben friedlich zusammen und es gibt sogar ein eigenes europäisches Parlament. Heute wollten wir mal einen Blick auf das werfen, was sich hinter diesem Image oder besser Mythos der EU verbirgt. Ich habe schon ein paar Dinge genannt, die für viele Menschen ganz angenehm sind an der EU. Früher musste man zum Beispiel innerhalb von Europa durch Grenzkontrollen, wenn man ein anderes Land betritt. Das ist heutzutage viel unkomplizierter, wenn die Grenzen nicht gerade wegen einer globalen Pandemie geschlossen werden. Mit dem Euro haben wir auch eine Währung, die von Hunderten von Millionen Menschen in Europa benutzt wird, was natürlich auch beim Reisen etwas komfortabler ist. Und es ist auch tatsächlich so, dass es Grenzstädte gibt, bei denen man gar nicht merkt, wenn man das eine Land verlässt und das andere betritt. Die EU sei auch ein Friedensprojekt, weil es seit es die EU gibt, keine Kriege mehr in Europa gegeben hätte. Man könnte also sagen, dass all das in einer gewissen Weise dazu führt, dass die Völker und Kulturen Europas ein Stück weit näher rücken. Wer aber so denkt, ist dem Mythos schon auf den Leim gegangen. Warum ich das sage, erkläre ich gleich. Als nächstes wollen wir uns anschauen, wie es zur EU kam. Der Aufbau der Europäischen Union wird in der offiziellen Erzählung oft als europäische Einigung auf der Basis von humanistischen europäischen Werten bezeichnet. Dass es bei der EU um knallharte wirtschaftliche Interessen und Machtinteressen der herrschenden Klassen der jeweiligen Länder geht, wird bei dieser Erzählung gerne unter den Tisch gekehrt. Ihren Ursprung hat die EU nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Damals zeichnete sich ab, dass die USA nun die Hegemonialmacht auf der Welt sind. In Osteuropa, Asien und auf dem Balkan bildete sich jedoch ein gegensätzliches sozialistisches Lager unter der Führung der Sowjetunion. Um ihre Position zu festigen, strebten die USA ein starkes Westeuropa unter ihrer Kontrolle an. Amerikanische Strategen arbeiteten daher den Marshallplan aus, mit dem die USA ihre Macht in Westeuropa festigen und sogar ausbauen konnte. Zwischen den Jahren 1948 und 1952 wurden so Milliarden Dollar der USA in Europa angelegt. Westdeutschland, das unmittelbar an das sozialistische Lager grenzte, war hier von besonderer Bedeutung. Es wurde als Bollwerk gegen den Sozialismus aufgebaut und dann mit dem Eintritt Westdeutschlands in die NATO im Jahr 1955 wieder bewaffnet. Mitbeteiligt an der Gründung der Bundeswehr waren ranghohe Wehrmachtsoffiziere, aber über die fehlende Entnazifizierung wollen wir in einem anderen Video reden. Auf den Marshallplan und den NATO-Beitritt Westdeutschlands folgten einige weitere Verträge unter den europäischen Ländern. Es wurde ein gemeinsamer Wirtschaftsraum geschaffen, in dem Waren, Kapital und Arbeiterinnen und Arbeiter frei zirkulieren konnten. Die Versuche, etwas wie eine politische Einheit mit einer eigenen europäischen Verfassung zu begründen, scheiterten an den Widersprüchen innerhalb der EU. Die Realität hinter dem Mythos ist nämlich, dass die EU ein Bündnis kapitalistischer bzw. imperialistischer Staaten ist, die nach innen und nach außen in scharfer Konkurrenz stehen. Die Europäische Union ist ein zeitweiliges Bündnis, das von internen Interessensgegensätzen bestimmt wird. Sie ist heute nicht das Ergebnis eines lange festgelegten Plans der Herrschenden, sondern das Ergebnis der Entwicklung der Kräfteverhältnisse und politischen Kämpfe in der EU. So erklären sich auch offensichtliche Widersprüche in der EU, wie zum Beispiel, dass wir eine gemeinsame Währung, aber keine gemeinsame Wirtschaftspolitik haben. Um damit umzugehen, wurde ein riesiger bürokratischer Apparat aufgebaut, sowie auch einige gemeinsame Institutionen, die konkreten Zwecken dienen. Die wirklich wichtigen Entscheidungen werden immer noch am runden Tisch der EU-Staats- und Regierungschefs, dem Europäischen Rat, getroffen. Das von den EU-Bürgern gewählte Parlament hat kein Budgetrecht und ist damit quasi irrelevant. Wir 100 Jahre oder vielleicht auch etwas mehr zurückschauen, sehen wir, dass die deutschen Kapitalisten schon immer versucht haben, einen Weg zur Welthegemonie zu finden. Im Ersten Weltkrieg wurde der erste große Versuch gestartet, sich das restliche Europa zu unterwerfen. So sagte beispielsweise der ehemalige Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg zum Ersten Weltkrieg: Es ist zu erreichen, die Gründung eines mitteleuropäischen Wirtschaftsverbandes durch gemeinsame Zollabmachungen unter Einschluss von Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark, Österreich-Ungarn, Polen und eventuell Italien, Schweden und Norwegen.
Dieser Verband, wohl ohne gemeinsame konstitutionelle Spitze, unter äußerlicher Gleichberechtigung seiner Mitglieder, aber tatsächlich unter deutscher Führung, muss die wirtschaftliche Vorherrschaft Deutschlands über Europa stabilisieren. Wir alle wissen, wie der Erste Weltkrieg für Deutschland ausging. Doch damit war das Streben der deutschen Imperialisten nur zeitweise stillgelegt. Mit dem deutschen Faschismus ab den 30er Jahren wollte das deutsche Kapital erneut versuchen, seine Wünsche nach Expansion und Unterwerfung des Kontinents bzw. Unterwerfung der gesamten Welt zu erfüllen. So formulierte der Chemieindustrielle und Leiter für Außenwirtschaft und Außenpolitik der NSDAP Werner Deitz die Strategie der Faschisten wie folgt. Eine kontinentaleuropäische Großraumwirtschaft unter deutscher Führung muss in ihrem letzten Friedensziel sämtliche Völker des Festlands von Gibraltar bis zum Ural, vom Nordkap bis zur Insel Zypern umfassen, mit ihren natürlichen kolonisatorischen Ausstrahlungen in den sibirischen Raum und über das Mittelmeer nach Afrika. Wenn wir den europäischen Kontinent wirtschaftlich führen wollen, wie dies aus Gründen der wirtschaftlichen Stärkung des europäischen Kontinents als Kernraum der weißen Rasse unbedingt erforderlich ist, so dürfen wir aus verständlichen Gründen dies nicht als eine deutsche Großraumwirtschaft öffentlich deklarieren. Hinter den Lobliedern der deutschen Politiker auf die europäische Einigung in den letzten Jahrzehnten kommt exakt der gleiche Inhalt zum Vorschein. Es geht der Außenpolitik des deutschen Imperialismus darum, einen europäischen Wirtschaftsraum mit scheinbarer Unabhängigkeit, jedoch faktischer Dominanz Deutschlands als Basis für den Kampf um die Welthegemonie zu schaffen. Die EU ist sozusagen die Form, in der die Konkurrenz zwischen den Imperialisten momentan ausgetragen wird. Dabei versuchen Frankreich und Deutschland sich gegenseitig zu unterwerfen, während sie beide die schwächeren Länder der EU unten halten und auspressen wollen. Wer am Ende bei diesem Konflikt aufgerieben wird, sind die Arbeiterinnen und Arbeiter der EU. Wenn wir uns die Vergangenheit anschauen, zerplatzt unweigerlich der Mythos über das humanistische Friedensprojekt EU. Zum einen gab es in Europa schon Kriege mit maßgeblicher Beteiligung der EU-Mächte, wie etwa die Jugoslawienkriege auf dem Balkan oder der Krieg in der Ostukraine, der seit mehr als 6 Jahren andauert. Zum anderen sehen besonders die schwächeren Länder und die Länder Südeuropas die hässliche Fratze hinter der humanistischen Maske der EU. Griechenland ist ein Beispiel für ein Land, das durch EU-Spardiktate und die erzwungenen Privatisierungen und Kürzungen zerstört wurde. Erhöhung des Rentenalters, brutaler Anstieg der Arbeitslosigkeit auf weit über 20% und der Ausverkauf von Staatsbesitz an ausländische Kapitalisten. So ähnlich funktioniert das Modell EU auch für eine Reihe weiterer Länder, die der EU beigetreten sind, wie Slowenien, Kroatien, Rumänien und so weiter. Die Maßnahmen, die die Kapitalisten und ihre Konzerne in der gesamten EU ergreifen, um ihre Profite möglichst hoch zu halten, haben auf Seiten der Arbeiterinnenklasse für heftige Reaktionen und Klassenkämpfe gesorgt. Die angekündigten Kürzungen für das Rentensystem in Frankreich wurden von den Gelbwesten mutig zurückgeschlagen. Und gerade hierin liegt unsere Hoffnung. Die Arbeiterinnen und Arbeiter aller Länder müssen gemeinsam gegen die Sparpolitik der EU kämpfen. Mit stumpfer Hetze und Nationalismus wird versucht, die deutschen Arbeiterinnen und Arbeiter gegen die rumänischen, die polnischen und die griechischen aufzuhetzen. Dem müssen wir die internationale Solidarität entgegensetzen. Denn ein friedliches Europa, in dem Mensch und Natur nicht mehr ausgebeutet werden, kann nur in einer freien Föderation sozialistischer Staaten erreicht werden. Diese Föderation ist eine zu erkämpfende Alternative, die wir der EU als fortschrittliches Projekt entgegensetzen können. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns gerne ein Like da und teil das Video und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Video.